Die Raumfahrt-News im Überblick. Rocket Lab erleidet mit Electron einen Fehlstart. Wilde Zitterpartie um Starship-Startlizenz. Stoke Space macht ersten propulsiven Hüpfer. Die Rocket Factory und die Exploration Company wollen kommerzielle Fracht transportieren. Probleme mit der Schubvektorsteuerung der Ariane 6. NASA bringt Asteroiden zur Erde und SpaceX fliegt und landet denselben Booster zum 17. Mal. Das und noch viel mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Das Video heute wird euch von NordVPN präsentiert. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Es hat am Dienstag, den 19. September, nicht sollen sein. Entgegen des Missionstitels We Will Never Desert You, zu Deutsch so viel wie Wir werden euch niemals im Stich lassen, hat die Electron ihr Missionsziel nicht erreicht. Die Ursache ist mir noch nicht bekannt, aber im Livestream brach die Übertragung kurz nach der Stufentrennung ab, als das Oberstufentriebwerk gerade zündete. Bis man die Ursache für das Versagen der Oberstufe gefunden hat, werden erstmal keine weiteren Elektron-Starts stattfinden. Es war der 41. Start einer Elektron und hätte der 21. erfolgreich am Stück werden sollen. Am Mittwoch, den 20. September, hat SpaceX von Cape Canaveral eine weitere Ladung Starlink-Internet-Satelliten gestartet. Bemerkenswert, Booster B1058 ist zum 17. Mal abgehoben und nach der Stufentrennung auch erfolgreich auf Droneship A Shortfall of Gravitas gelandet und befindet sich nun vor seinem 18. Wiederflug. Am Donnerstag, den 21. September, gab es einen weiteren Fehlstart. Nach 9 erfolgreichen Starts, der letzte von See aus, hat das chinesische Raketenstartup Galactic Energy den Verlust seiner Ceres-1-Rakete mit Jilian-Erdbeobachtungssatelliten bekannt gegeben. Der Grund des Verlusts ist mir noch nicht bekannt. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte SpaceX von Cape Canaveral eine weitere Ladung Starlink-Internet-Satelliten gestartet haben. Wenn alles gut gegangen ist, wäre es mit Booster B1060 auch hier der 17. Start und die 17. Landung gewesen und der 200. Start eines wiedergeflogenen Boosters. Eine ganz schön runde Zahl, die man sich gut merken kann. Letzte Woche war die Crew von Artemis II in Bremen, die ersten Menschen seit 1972, die wieder in Richtung Mond fliegen werden. Diese Woche gab es eine kleine Einstimmung auf Artemis II. Die Crew hat eine Trockenübung des Starts absolviert, ohne SLS-Rakete und ohne Orion-Raumschiff, aber sonst sah das schon alles sehr nach Start aus. Bekommt ihr da auch so Armageddon-Bruce-Willis-Vibes, wenn ihr die orangenen Anzüge seht, oder bin ich einfach nur alt? Ich find's auf jeden Fall großartig. Mein Bild der Woche ist stark verpixelt. Es zeigt den Jupitermond Europa. Dort wurde mit dem James-Webb-Weltraumteleskop Spuren von Kohlenstoffdioxid gefunden. Ja, das wahrscheinlich aus dem Ozean unter Europas Eiskruste kommt. Ich will gar nicht weiter auf die Untersuchung eingehen, sondern lasst euch mal mit dem Gedanken alleine, wie abgefahren es wäre, wenn wir anderes Leben in unserem Sonnensystem fänden. Zur indischen Mondlandung gibt es leider nichts Neues zu berichten. Wie die ISRO oder ISRO auf ihrem X-Kanal mitteilte, versucht man seit dem 22. September Kontakt zum Vikram-Lander herzustellen. Bisher jedoch ohne Erfolg. Der Lander, der wurde am 4. September in den Schlafmodus versetzt, um ihn auf die Mondnacht vorzubereiten. Ein Wiedererwecken wäre aber Bonus und war kein erklärtes Ziel der Chandrayaan-3-Mission. Ja, die letzten News, die waren gerade erschienen, da hat das amerikanische Raketenstartup Stoke Space Technology nachgelegt. Der 4 Meter breite Oberstufendemonstrator hat sich in Bewegung gesetzt und einen ersten kleinen Hüpfer von etwa 9 Metern absolviert. Das ist natürlich cool anzusehen, hat aber auch einige Finessen. Tatsächlich ist die Schubvektorsteuerung bei dieser Oberstufe nicht über einen Schwenk- oder Gimbal-Mechanismus realisiert, sondern über differenziellen Schub. Das heißt, dass die im Kreis angeordneten 30 Brennkammern unterschiedlich stark feuern, was den Schubvektor veränderlich macht. Mir fällt jetzt spontan nur die sowjetische N1 Mondrakete ein, die dieses Konzept zur Steuerung verwendet hat. Wenn euch noch andere Raketen einfallen, gerne in den Kommentaren schreiben. Vielleicht ganz interessant, es sind zwar 30 Brennkammern, aber mit einem Turbopumpensatz eigentlich nur ein einzelnes Triebwerk. Bisschen ähnlich zu den sowjetischen Triebwerken, ja, wo ein Turbopumpensatz bis zu 4 Brennkammern füttert. Stoke Space wurde 2020 von 2 ehemaligen Blue Origin Mitarbeitern gegründet, denen es dort nicht schnell genug ging. Da für das Thema vollständige Wiederverwendung die Oberstufe das größte Problem ist, hat Stoke Space sich entschieden, hier mit der Entwicklung anzufangen. Zusammen mit einem regenerativ gekühlten Hitzeschild will Stoke Space so die erste vollständig wiederverwendbare Rakete bauen. Und wenn man sich so anschaut, wie mit welcher Geschwindigkeit sie von ihrer Gründung 2020 bis zu diesem kleinen Hopptest gekommen sind, dann muss man schon sagen, unrealistisch scheint das nicht. Wenn euch Stoke Space mehr interessiert, schreibt mir gerne unter dem Video, dann machen wir hier eine Technik-Episode zu Stoke Space. Und Geschwindigkeit ist die perfekte Überleitung zum heutigen Sponsor NordVPN.
muss ich euch nicht erzählen, aber wer auf fremde WLANs angewiesen ist, für den sollte ein VPN-Client nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit sein. Man-in-the-Middle-Angriffe sind eine ernsthafte Bedrohung. Bei diesen Angriffen schleichen sich Cyberkriminelle zwischen deine Verbindungen und fangen so sensible Informationen ab. NordVPN bietet hier einen robusten Schutz vor solchen Angriffen, denn NordVPN verschlüsselt deine Datenpakete, sodass niemand deine Daten mitlesen kann. Selbst wenn du auf fremde WLANs wie ich angewiesen bist. Ja, und was bringt mir eine sichere VPN-Verbindung, wenn die Performance mich daran hindert, die Verbindung in gewohnter Weise zu nutzen? Menschen, mich eingeschlossen, sind ungeduldig. Da ist im Zweifelsfall eher der VPN aus, als dass man lange Wartezeiten in Kauf nimmt. Ob du, wie ich, von überall Livestreamen oder große Rohdateien in 4 oder sogar 5K verschieben musst oder sensible Daten schützen möchtest, NordVPN bietet dir da die ultimative Lösung. Dank der leistungsfähigen NordVPN-Server kannst du auch ein reibungsfreies Streaming-Erlebnis ohne lästige Pufferung oder Qualitätsverluste genießen. Deine Lieblingsinhalte werden in bester Qualität gestreamt. Mit meinem Link nordvpn.com/nordstarter erhaltet ihr 4 Monate extra auf eine 2-Jahres-Mitgliedschaft von NordVPN. Link ist auch unter dem Video. Nach dem Hotfire-Test der Ariane 6 hatte ich Hoffnung, dass es jetzt etwas reibungsloser läuft. Wie ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher diese Woche auf X geschrieben hat, wurde bei den Vorbereitungen für den nächsten Test eine Anomalie in der Schubvektorsteuerungshydraulik gefunden. Die Ursache wird untersucht und der geplante Langzeit-Hotfire-Test, der für den 3. Oktober angekündigt war, der wird auf Weiteres bis zum Abschluss der Untersuchung ausgesetzt. Auf dem Erstflug der Ariane 6 sollte ursprünglich auch ein Bikini mitfliegen. Okay, Kunstpause vorbei. Ich habe offensichtlich deine Aufmerksamkeit. Bikini ist der Name des ersten Wiedereintrittsdemonstrators von The Exploration Company. Wegen Verzögerungen im Ariane-Programm wird dieser Test jedoch mit einer indischen PSLV erfolgen. The Exploration Company entwickelt eine Frachtkapsel mit Wiedereintrittsfähigkeiten, die auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Raketen gestartet werden kann. Das Ende der ISS ist absehbar, aber neben China und Indien soll das nächste Jahrzehnt im Leo-Jahr den kommerziellen Raumstationen gehören. Die müssen versorgt werden und genau auf dieses Geschäft hat man es bei The Exploration Company abgesehen. Wie die Gründerin von The Exploration Company, Elaine Ubi, TechCrunch, in einem Interview sagte, soll das Nix-Raumschiff Fracht zur privaten Axiom-Raumstation bringen. Elaine Ubi, inspirierende Frau, mein Interview mit ihr verlinke ich euch unter dem Video. Auch die Rocket Factory Augsburg möchte Fracht zur ISS und zu privaten Raumstationen bringen. Mit 3,4 Tonnen Fracht und fast 13 Kubikmetern Druckkabine wäre das auch schon ein ordentliches Raumschiff. Laut RFA braucht es dafür etwas Größeres als die RFA 1, also deren Microlauncher, aber ähnlich zu The Exploration Company nicht zwangsläufig eine RFA-Rakete, also Launcher-Agnostik nennt sich das Fachwort. Frachtversorgungskapazität für die ISS ist ja genau das, was SpaceX letztlich groß gemacht hat. Vermutlich nicht die schlechteste Idee, das in Europa zu kopieren. Übrigens, sowohl die RFA als auch die Exploration Company und alles, was so in der deutschen Raumfahrt Rang und Namen hat, ist dieses Jahr beim Weltraumkongress des BDI am 18. Oktober in Berlin. Ich kann hier ja schon mal spoilern, dass ich dort moderieren werde und danach natürlich auch hier von den Highlights berichten werde. New Space, das heißt auch Kommerzialisierung des Weltraums. Ein Geschäftsmodell wird mit Sicherheit die Fertigung in der Schwerelosigkeit werden. Es gibt viele Herstellungsprozesse, die unter Schwerkraft gar nicht möglich sind. Das zur Erde bringen von im Weltraum gefertigten Dingen wird in Zukunft eine viel wichtigere Rolle spielen. War das Space Industries plant, in den kommenden Jahren mehrere Missionen durchzuführen und Materialien wie Medikamente, Halbleiter und Glasfasern im Weltraum herzustellen und zur Erde zurückzubringen. Diesen Sommer hat WADA mit SpaceX einen Satelliten für pharmazeutische Experimente gestartet, der jetzt wieder zur Erde zurückkehren soll. Wie jetzt bekannt wurde, hat die FAA den Antrag auf eine kommerzielle Wiedereintrittslizenz von WADA aber abgelehnt. Klingt für mich ein bisschen nach erst starten und danach Landeerlaubnis fragen. Runterkommen sie ja schließlich alle. WADA hat die FAA nun um eine Überprüfung dieser Entscheidung gebeten und diese Anfrage ist derzeit in Bearbeitung. Ursprünglich war eine Landung der Kapsel in Utah geplant. Ja, der Satellit von WADA, der ist für ein Jahr im Orbit ausgelegt, aber WADA möchte den natürlich so schnell wie möglich zur Erde bringen. Wenn wir beim Thema zur Erde zurückbringen sind, wenn am Sonntag, den 24. September, diese News erscheinen, kommt die NASA-Asteroidenmission OSIRIS-REx zur Erde zurück. Die hatte ihren Probenkanister im Oktober 2020 in den Asteroiden Bennu gedrückt. Diese Probe, die wird natürlich von Wissenschaftlern rund um den Globus heiß erwartet. Ja, und heiß wird auch ihr Wiedereintritt. Genauer hoffentlich nur außen heiß an der Wiedereintrittskapsel. Ab 16 Uhr unserer Zeit MESZ mache ich einen Livestream und wir schauen uns Landung und Bergung zusammen an.
Ich hatte darüber berichtet, dass sich SpaceX mit einer Klage des Justizministeriums konfrontiert sah. Konkret ging es um Diskriminierungsvorwürfe zur Einstellungspraxis von SpaceX. SpaceX begegnet der Klage nun mit einer Gegenklage mit dem Vorwurf, das Vorgehen der Behörde sei verfassungswidrig. Ja, Klagen und Gegenklagen, das gehört ja in den USA zum guten Ton. Obwohl SpaceX seinen Firmenhauptsitz in Hawthorne, Kalifornien hat, wurde die Klage in Texas eingereicht. Es gibt Mutmaßungen, SpaceX rechne sich dort bessere Chancen aus als in Kalifornien. Ganz interessant, SpaceX schrieb in der Gegenklage, es habe zwischen September 2018 und Mai 2022 rund 72.000 Bewerbungen für 1.451 Stellen erhalten. Ja, und es komme nur bei etwa 1% der SpaceX-Bewerbungen überhaupt zu einer Einstellung. Ich hatte letzte Woche darüber berichtet, dass sich auch die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA eher positiv zur Erteilung einer erneuten Starterlaubnis ausgesprochen hat. Ein Fragezeichen steht aber immer noch hinter der Umweltverträglichkeit. Da SpaceX erhebliche Änderungen an der Startinfrastruktur vorgenommen hat, auf die man zu Recht stolz ist bei SpaceX, scheint das bisherige Gutachten nicht mehr ausreichend. Mit dem neuen Spülsystem unter dem Starttisch werden erhebliche Mengen an Industriewasser freigesetzt. Wie SpaceNews.com berichtet, ist laut FAA eine separate Umweltprüfung erforderlich, um Änderungen an der Infrastruktur des Startgeländes zu berücksichtigen. Diese Prüfung wird in Zusammenarbeit mit dem US Fish and Wildlife Service durchgeführt, der auch für den Schutz von gefährdeten Arten zuständig ist. Auf Wikipedia ist zum US Fish and Wildlife Service zu lesen, es handelt sich um eine dem US-Innenministerium unterstellte Behörde, deren Aufgabe die Haltung der Natur und ihrer Artenvielfalt in den Vereinigten Staaten ist. Die Behörde hatte im Jahr 2020 ein Budget von knapp 3 Milliarden US-Dollar und etwa 8.000 Mitarbeiter. Ja, der Fish and Wildlife Service diskutiert jetzt die Starship-Projektdetails mit der FAA, um das Ausmaß der neuen Auswirkungen des neuen Wasserspülsystems zu verstehen. Wirkt auf mich absolut nachvollziehbar und richtig. Die haben da ja auch Besseres zu tun, als wie wir auf NASA Spaceflight jede Schraube am Starship zu verfolgen. Laut FAA-Sprecher hoffen sie aber, dass das in zeitlicher Nähe zur Sicherheitsprüfung durch die FAA passiert. Ich kenne die Arbeitsabläufe der Behörden nicht und ich habe auch keine Gerüchte gehört. Was denkt ihr denn? Wird das den zweiten Start ausbremsen und dann vielleicht ins nächste Jahr drücken? Schreibt mir doch gerne unter dem Video. Aber nur weil es keine Starterlaubnis gibt, steht die Starbase ja nicht still. In die Kategorie Insider-Joke gehört wohl das Konterfei einer Ziege auf Mechazilla, dem Start- und Integrationsturm. Ja, das englische Wort für Ziege, Goat, steht zugleich als Abkürzung für Greatest of All Time. Auch am Ground Support Equipment der Bodeninfrastruktur, insbesondere der Tankfahnen, wird kräftig gearbeitet. Laut Felix von What About It wird aktuell die Leistung der Tankfahnen massiv vergrößert, um die B- und Entladevorgänge der gesamten Rakete zu beschleunigen. Dabei geht es nicht nur um das Thema Rapid Reuse oder die schnelle Wiederverwendung, die ja mal das Endziel von SpaceX sein soll, sondern auch um das Sparen von Ressourcen. Je länger das B- und Entladen der kryogenen Betriebsstoffe Methan und Sauerstoff dauert, desto mehr Verluste muss man ja in Kauf nehmen. Bestimmt spielt nicht zuletzt das Thema Redundanz auch eine Rolle. Für Aufsehen hatte das Köpfen oder besser die Entkrönung von Booster 9 gesorgt. Ja, warum der Hot Staging Ring oder Belüftungszwischenstufenring heruntergenommen wurde, das ist mir noch nicht bekannt. Am coolsten fände ich ja, wenn man mit einer Starship-Oberstufe und ein paar Raptoren einen Hotfire-Test auf dieser Struktur durchführt. Apropos Tests, Booster 10, der vermutlich für den dritten Flugtest verwendet wird, hat im Testzentrum Macy's erneut einen Cryo-Test überstanden. Interessanterweise erst der obere Methantank, während der Sauerstofftank vorerst leer blieb, aber mit Sicherheit durch einen adäquaten Innendruck formstabil gehalten wurde. Apropos stabil, vielen Dank geht an dieser Stelle an alle Schutzengel. Senkrechtstarter existiert ja nur dank der Schutzengel, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Als kleines Dankeschön gibt es ja alle meine Videos für die Schutzengel vorab und ohne Werbung. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft findest du unter dem Video. Diese Woche bin ich wieder mutig. Näher dran als der Start eines Starships sind die Starts der kommenden Woche. Den Anfang macht am Montag, den 25. September, SpaceX mit einer Ladung Starlink-Internetsatelliten von der Westküste aus. Dienstag gefolgt von einer langen Marsch 4C von Jinquan und Donnerstag voraussichtlich dann einen SpaceX-Starlink-Start von Cape Canaveral. Hier noch einmal zur Erinnerung, mit meinem Link nordvpn.com/nordstarter erhaltet ihr 4 Monate extra auf eine 2-Jahres-Mitgliedschaft von NordVPN. Link ist auch unter dem Video. Ich hoffe, dir haben meine Weltraum-News wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.